Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute mal um ein Taschenmesser. Und zwar um das Halla XXL. Und das Teil ist wirklich XXL. Das ist das gute Stück. Das hat G10 Griffschalen. Die soweit ganz ordentlich und auch ganz okay sind. Das Messer, die Klinge läuft auf Oschern. Man sieht auch den Schmutz. Ich habe es nicht sauber gemacht. Ich habe es so gelassen, weil ich es ja benutze und ab und zu auch mal trage. Da gibt es ja mittlerweile auf YouTube wieder Diskussion drüber, wer sein Messer benutzt und wer nicht. Hier haben wir einen Flipper, wobei das kein Flipper ist. Das ist eher eine Öffnungshilfe, weil ich die Klinge so nicht aufbekomme. Mit Handschuhen geht's noch. Ich muss halt den Detent überwinden. Ja, ist schon, geht fast gar nicht. Also ohne Handschuh geht's überhaupt nicht. Kannst du greifen, wo du willst. Es geht nicht. Und das ist halt hier eine Öffnungshilfe. Und so sieht das Teil aus. Eine wunderschöne Klinge, wie ich finde. Ein schönes Wedge. Und auch die Klingenform gefällt mir sehr, sehr gut. Verarbeitung ist nicht ganz so toll. Man sieht auch hier die Verarbeitungsspuren. Die sind rein optisch zu sehen. Fühle tut man die fast gar nicht. Fast nicht. Man fühlt sie schon, aber ja, ganz, ganz wenig. Dann steht hier Halla. Und die G10-Griffschalen sind sehr griffig und sehr schön gemacht. Etwas rau gehalten. Wie das Messer ankam, war das schon eher so grau. Ich habe die da mal mit Öl behandelt und sauber gemacht. Und jetzt sind sie wieder schwarz. Und dann hier schöner Gürtelclip. Auch anständig auf Spannung. Der taugt also was. Aber ist bei dem Gewicht auch klar von dem Messer. Ich habe keine Daten. Das Messer hat 440 C-Stahl. Hier kann man es hoffentlich lesen. 440 C. Und die Artikelnummer von Halla. Ja, wie gesagt, Top-Verarbeitung ist es keine, aber man bekommt schon für sein Geld ordentlich viel Messer. Und die Klinge ist wirklich klasse. Ich habe, wie gesagt, keine Daten. Ich werde es euch, wenn ich es auf Amazon finde, verlinken. Klingenstärke ist natürlich ordentlich. Läuft dann nach vorne fein aus. Hat eine sehr schöne, feine Klingenspitze. Das Messer wird ausreichend scharf angeliefert. Ich bin mit dem Victorinox Schärfer nochmal drüber gegangen, aber ansonsten die Schärfe, die kommt, die ist schon soweit in Ordnung. Brauchbar. Der Clip ist nicht umsetzbar, der ist so wie er ist. Hier Lanyard-Hole. Ich habe das Messer bei Kotte Zeller bezogen, Kotte und Zeller. Da habe ich auch schon mehrfach bestellt, da gibt es auch keine Probleme. Das dauert immer bei denen so 4-5 Tage, also 5 Tage kann man rechnen. Wie gesagt, wenn ich es auf Amazon finde, werde ich es verlinken. Ansonsten, ich habe es von Kotte und Zeller. Der Preis war 30 Euro. Habe ich also auch schon einige Zeit. Da sieht man auch den Schmutz. Ordentliche Liner. Ordentliche Pins. Ja, und es macht halt Spaß. Läuft ganz gut.
ist jetzt vor der Kamera ein bisschen schwierig, aber läuft auch butterweich, fällt auch zu von Silbert, kann man halt jetzt ein bisschen schlecht zeigen, na doch geht's. Und da hat man schon ein Taschenmesser im, wie gesagt, im XXL-Format, im großen Format. Wir können es ja mal ganz kurz messen, die Klinge. Ich habe die nicht mehr im Kopf, ich weiß das nicht mehr, das ist alles schon eine Zeit lang her. Da haben wir, wenn wir von hier messen, was haben wir? 13. Und verwertbare Schneide, was haben wir? 11,5. Das ganze Messer, das kriege ich sogar drauf. Aber ich werde es für euch anhalten. Und dann haben wir hier, ja, 27,7 Gesamtlänge. Ist also schon ordentlich was. Ist kein kleines Taschenmesser, ist schon ein schönes, großes Taschenmesser. Kann man sagen. Und ja. Ich verwende es gerne. Wer sich für sowas interessiert, wer da Interesse dran hat, wie gesagt, Kotte und Zeller, habe ich es bezogen. Sollte ich es finden auf Amazon, werde ich es verlinken. Preis um die 30 Euro. Und die Verarbeitung ist nicht ganz so top. Was war, ist, und zwar hier, war die Platine, war nicht ganz entgratet. Das war also schon ein bisschen scharfkantig für mich. Das ist natürlich einmal Ansichtssache. Ich fand sie ein bisschen scharfkantig und ich bin dann gerade mit dem Viktoniumschärfer Emo kurz durchgegangen. Den habe ich auch da. Moment. Das ist er, wo man auch kennt von meinen Videos. Habe ich ja schon vorgestellt. Gerade hier zwischendrin entlang nach hinten und dann auch diese Seite war mir auch ein bisschen scharfkantig, ein paar Mal hier abgezogen. Das dauert nicht lange, das ist kein großer Akt, das kann man sich ja selber machen. Das hätte natürlich die Firma auch machen können, dann sind wir aber wieder beim anderen Preis. Das sind wieder Arbeitsgänge, die kosten wieder Geld, man hat sich das gespart. Man hat so riesige Messer, sage ich jetzt mal, was wirklich tauglich ist, für mich tauglich ist. Für 30 Euro rausgehauen an der Endverbraucher. Und ja, ne, von daher ist es halt so, wie es ist. Und die Klinge halt gefällt mir sehr, sehr gut. Satiniert würde ich jetzt hier nicht sagen. Ja, das sind halt noch Verarbeitungsspuren. Hätte man das fertig machen wollen, hätte man es müssen blank polieren. Aber dann sind wir auch wieder beim anderen Beiß. Und dann halt hier Stonewash. Und das ist ganz gut gemacht und ordentlich. Und das Messer ist auch soweit brauchbar und auch gut verarbeitet, nur halt von der Optik her. Ist halt hier und da so kleiner Makel. Ne? Wie gesagt, die G10-Griffschale, die war mehr grau wie schwarz. Ich habe es damit Öl behandelt, mal richtig sauber gemacht. Und ja, und hier und da gibt es kleine Mängel, aber das ist eher optisch und dann für den Preis auch gesehen, muss man auch mal sehen, ist es dann gerechtfertigt. Und die Platine habe ich mal selbst entgratet. Und mehr ist es nicht. Ich wollte es mal in die Kamera halten, wer sich dafür interessiert, wer Bock drauf hat. Wie gesagt, Kotte und Zeller habe ich es bezogen. Preis um die 30 Euro. Und sollte ich es auf Amazon finden, werde ich es verlinke. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.